Okay, cool. Das heißt, als nächstes kommen wahrscheinlich die unmöglichen Kämpfe gegen die Drachen, die noch wesentlich bescheuerter sind. Bei denen ich mich aber wahrscheinlich wiederbeleben lassen kann. Das heißt, wo wollte ich denn jetzt hin? Genau, zum Kunstwäldchen. Ja. Einmal das Geheimnis einlösen. Mal sehen, was es Gutes gibt. Ich hoffe doch mal was Ordentliches. Ach so, ja, und wenn wir gerade mal dabei sind. Carlas. Engelslicht, Engelslicht, Engelslicht. Okay. Sie. Hä? Ah, okay. Beschwört einen Engel auf, der den Gegner Energie entzieht und mit ihr die Gruppe heilt. Ja, 70 Angriff und 70 HP dazu. Ja, da tauschen wir das einfach mal aus. Dann muss ich ihnen einen anderen Orb geben. Wir haben zusätzlich noch eine meine Energie bekommen. Und das war's dann eigentlich. Okay. Hm, 70, ne? Schade. Hätte sowas wie 100 sein können. Ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendwie noch verändert werden kann durch irgendwelche Orbs. Gerade mal davon sprechen. Was könnte man Carlas jetzt geben? Wüsste nicht, was der Lava-Orb macht. Glaube ich nichts bei ihm. Nee, macht er auch nicht. Waldorb, ich habe immer noch keine Ahnung, was der macht. Glasorb auch nicht. Ja, der würde sein. Bringt alles nichts. Ach, egal. Ich glaube, ich habe zwar gerade gespeichert, aber hey. Fünffach hält besser, nicht wahr? Oh, hi, Carlas, hast du wieder etwas gefunden? Allerdings, schau dir das an. Ah, du hältst es also immer noch für taktisch klug, aus einem Kampf zu fliehen? Ich finde das ja immer noch feige, aber hey, hier, nimm die nochmal. Link erhalten. Danke. Hey, noch was gefunden? Allerdings, schau dir das an. Ihr habt die Elite-Klasse im Kolosseum bestehen können? Wirklich beeindruckend. Wisst ihr, dieses Mädchen, gegen welches ihr im letzten Kampf angetreten seid? Ich habe sie neulich in der Nähe der Andu-Lichtung gesehen. Ihr wisst schon, dieses Wäldchen in der Nähe der zentralen Sertu-Wüste. Ja, doch, passt. Sie sah ziemlich durcheinander aus. Vielleicht solltet ihr mal wieder nach ihr sehen. Viel Glück bei der weiteren Suche. Okay, dann tun wir das doch mal. Natürlich wieder durch den Wald. Wupp. Jawohl. Abgekürzt und losgestürzt. Nein, ich will da nicht rein. Ich wollte da nur durch. Also wieder zurück. Abkürzen. Und Andu-Lichtung. Ja, schön rein mit uns. Dann ist sie wahrscheinlich auf dem kleinen Fleck da oben, der noch offen ist. Oder wo nichts war in dem Fall. Die Typen sind immer noch hier. Bleib mir vom Leib. Duell! Man sollte natürlich dran denken, mal weiterzulaufen. Und tatsächlich. Hallihallo. Oh, du bist es. Entschuldige, dass ich nach dem Kampf im Kolosseum einfach so abgehauen bin. Ich kann es immer noch nicht fassen, in einem Kampf verloren zu haben. Macht dich das wirklich dermaßen fertig? Weißt du, vor langer Zeit habe ich mal für das Imperium als Jägerin gearbeitet. Ich suchte die Herausforderung, das Abenteuer. Doch fand ich nie einen Gegner oder ein Monster, welches mir gewachsen war. Deshalb bin ich untergetaucht und habe die Welt bereist, bis ich euch im Kolosseum begegnet bin und zack, plötzlich wurde ich besiegt. Wer wäre da nicht schockiert? Naja, aber weißt du, auf unserer Reise sind wir schon vielen starken Monstern begegnet und wir werden sicher auch weiterhin ziemlich fiese Gegner wie diese komischen Seelenjäger hier im Wald antreffen. In diesem Fall hätte ich da eine Bitte. Ja. Dürfte ich mich euch anschließen? Wenn ihr auf eurer Reise tatsächlich so viel herumkommt und so starke Monster begegnet, wäre das die perfekte Herausforderung für mich. Außerdem will ich einen Revanchekampf gegen euch. bitte nicht. Ah, klar, wir freuen uns über jede helfende Hand. Willkommen in unserer bunt zusammengewürfelten Gruppe. Danke, ich werde euch nicht enttäuschen. Yay, mal seit langem wieder einen Gastcharakter. Mahoro hat sich als Gastcharakter der Gruppe angeschlossen. Ja, auch gleich ein Skit, wie es aussieht. Stimmt was nicht? Du starrst mich die ganze Zeit schon so an. Du scheinst sehr stark zu sein. Na klar, ich war Jägerin des S-Rangs. Diesen Rang haben sie nur wegen meiner Stärke eingeführt. Ausgezeichnet, ich stehe auf Herausforderungen. Was soll das denn heißen? Komm schon, tu nicht so, ich merke es, du bist genauso wie ich. Du liebst spannende Kämpfe und starke Gegner. Lass uns gegeneinander antreten. Du scheinst sehr überzeugt von dir zu sein, in Ordnung. Aber erst wenn wir das alles hier hinter uns gebracht haben, vorher traue ich mich nicht. Wir sollten uns nicht unnötig verletzen. Ganz genau, das ist der wahre Grund, warum ich nicht gegen dich kämpfen will.
Nicht, dass ich verletzt werden würde. Ich mache mir nur Sorgen um dich. Ha, das ist der richtige Kampfgeist. Ich brenne darauf, gegen dich zu kämpfen. Alles klar, ich kann es kaum erwarten. Okay. Wir haben einen neuen Gastkämpfer. Dann demnächst wahrscheinlich auch gleich einsetzen werden. Das heißt, demnächst wie jetzt sofort. Oder, naja. Also jetzt sofort beim wahrscheinlich ersten Versuch gegen den Drachen zu kämpfen. Erster Versuch. Wird es der letzte sein? Man weiß es nicht. Die ganze Sache kürze ich aber ab, weil der Weg doch relativ weit ist. So, wir sind wieder am weißen Strand. Und ich entzünde doch einfach mal die weiße Flamme. Toll, dass sie die beim Kolosseum einfach so hatten rumliegen lassen, offenbar. Aber hey. Ihr habt also die höchste Klasse, die das Kolosseums zu bieten hatte, gemeistert und wollt nun eure Kräfte mit mir messen? Ja, das war der Plan. Nun denn, ich habe es euch versprochen, doch seid gewarnt, meine Kräfte übersteigen die eure bisherigen Gegner bei weitem. Und nun macht euch bereit. Okay. Hallöle. Okay, ich habe vergessen, mich zu heilen. Auch schön. Ah, ich liebe es, wenn ich das tue. Lass mich raten. Lichtgegner und massenweise Verteidigung mal wieder. Wie alle Lichtgegner in diesem Spiel offenbar. Also, das hoffe ich zumindest, dass er ein Lichtgegner ist. Oh, hey. Ah ja, richtig. Erster Einsatz im Kampf. Und wow, 600 Schaden. So, damit hätten wir einmal Verbrennung. Dann hätten wir einmal sie noch dreimal rufen. Und dann hätten wir noch einmal Gift. Na klar, das volle Paket. Ich hoffe mal, dass Gift und Verbrennung überhaupt irgendwas abziehen. Die sind ja auch verteidigungsabhängig. Scheint nichts zu bringen. Nope, offenbar tatsächlich nicht. Nein. Naja, so kann er wenigstens seine Lichtkraft loswerden. Ach du Schande, wieder jemand, der sich heilen kann. Oh nein. Okay. Carlos ist bewegungsunfähig. Ja, boah. Bei so wenig HP hätte ich das eigentlich erwarten müssen, oder? Decks wurden neu gemischt. Und Carlos ist dran, hat diesmal gleich magisches Auge gezogen. Außerdem stehe ich voll auf die Musik, die hier läuft. Ist vielleicht doch noch eine Nummer zu groß für mich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde, er hat 5200 HP. Gerade gleich wieder mal alles geheilt. Du Schande. Wie soll das denn funktionieren? 65 Schaden. Yeah. Null. Ja. Yeah. Das rockt. Auf jeden Fall. Hat er sich gerade geheilt? Ach, nö. Sie zieht aber auch nichts Gescheites. Meine Güte. Ja, scheint allerdings irgendwie mal... Oh, oh, doch, das hat was abgezogen. 71. Oh. 1, offenbar. Moment, das heilt es. Zieht das Negativ-HP ab? Hä? Habe ich was nicht mitbekommen? Ich bin verwirrt. Oh, oh. Wow, 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 wow. Okay, Gift zieht nichts ab und Feuer zieht nichts ab. Yes! Voll krass. Ach, du liebes Bisschen. Ach, 100, 100, hä? Das wäre schon sinnvoller. Ah, das bringt mir jetzt mal gar nichts. Hm. Das sollte ich vielleicht doch lieber... Wow, ein Schaden. Ja. Gegen den schwarzen Drachen antreten. Oh, 47. Schau mal. Hat ja endlich mal was gebracht. Ich will doch eigentlich nur... Ja, okay. Ich will doch eigentlich nur die Dunkelheitssägenkarte ziehen, die Celia hat. Damit wir wenigstens elementar die ganze Zeit im Vorteil sind mit Carlos. Wofür habe ich sie denn?
Aber dafür müsste man sowas natürlich auch erstmal ziehen. Was offenbar nicht der Fall ist. Aber hey, wir haben ja jetzt noch eine Runde, in der wir das probieren können. Ganz ehrlich, warum heilst du den Gegner? Das verstehe ich nicht. Sie heilt ihn. Oh hey, schön. Ja, mal sehen. So, das ist jetzt so ziemlich das Stärkste, was wir einsetzen können gegen ihn. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Naja, okay. Wird immerhin. 72, das zieht wenigstens mal was ab. Oh, der Spiegel. Halleluja. Ah, sehr gut. Defense weg. Und, naja, nehmen wir halt den, der am meisten Schaden macht, ne? Die Verteidigungsbruchkarte ist auch ein Geschenk des Himmels. Krabums. Okay. Sie hat ihn weggefalken kickt anscheinend. So, wie sieht's denn aus? Ja, wir greifen die Silian, ne? Tja, kann ich jetzt nicht viel gegen machen, ne? 310 Schaden. Was für ein Arsch. Naja, wenigstens habe ich endlich die Finsterniskarte gezogen, die ich haben wollte. Das heißt, eigentlich kann ich jetzt auch das Ding hier einsetzen. Obwohl, ne, hätte ich vorhin machen sollen, nicht deppen. Also nachher. Joink. Hey, immer noch 68 Schaden. 172. Aha, jetzt sprechen wir doch mal eine andere Sprache, wie es aussieht, ne? Ja, doch, sollte ich tun. Bevor das zum Problem wird. So, jetzt aber, Carlos, hier. Jetzt können wir endlich anfangen, Schaden zu machen. Halleluja. Lange hat's gedauert. Sie macht jetzt auch endlich anständigen Schaden. Oh, schaut mal, was wir da haben. Die Neustartkarte. Okay, nehmen wir erstmal den Spiegel. Schaden. Jo, hey. Und Gift zieht ihm jetzt endlich was ab. Schau mal an. Na guck. So, das sollte ja jetzt alles schon mal elementaren Schaden machen. Im Grunde. Aha, jetzt reden wir doch eine andere Sprache. Aha. Fein. So. Nehmen wir gleich noch einen Zug in Anspruch. Schön, dass ich sie jetzt gleich wieder ziehe. Das heißt, ich habe sie so ziemlich ganz zum Schluss gezogen. Fantastisch. Naja, meinetwegen. Ach, ist es nicht schön, ein bisschen Schaden zu machen? Feines Gefühl. Ich hoffe mal, dass der Bosskampf gegen den anderen Drachen nicht genauso dämlich wird, aber der wird wahrscheinlich wesentlich mehr Angriff haben. Und keine Verteidigung. Wenn ich das mal so abschätze. Aber schön die Feuerkarte noch gezogen. Das heißt, wir können ihn vor dem nächsten Neustart noch verbrennen. Was er jetzt endlich Schaden macht. Ich hoffe mal, dass es bis zum Ende des Kampfes hält. Das ist so meine Sorge. Na, wird sich zeigen. Dann können wir gleich mal wieder heilen. This should help. Das ging direkt an die Halsschlagader. Hey, stick together. Ja. 173, ne? 172, ja, schon besser. Sicher, dass es gerade Lichtelementar oder Feuer. Schatten. Galt! Gebt mir Galt! Wir bekommen sowieso nie irgendwelches Geld von diesen Kämpfen hier. Mehr. Was vollkommen sinnlos ist. Und Decks werden neu gemischt. Carlos ist dran. Dankeschön. Oh, schau mal einen an. Na, solange du mir nicht den Spiegel wegdonnerst, soll mir das recht sein. So, Feuer. Das Ding. Und. Ah, er hat eine Karte ignoriert, wie es aussieht. Das Blöde ist, ich kann nicht sehen, wie viel ich schon eingesetzt habe.
Also, ja, Alois ist wahrscheinlich eine Karte von mir ignoriert gerade. Naja, was soll's. Sind ja jetzt theoretisch eh alle Schattenelemente, von daher ist es egal, was ich einsetze. Mhm, 434, jawoll. Ich finde es sehr schön, dass sie hier die ganze Zeit ihren Schatten einfach einsetzt. Ach, um nochmal ganz sicher zu gehen. Warum auch nicht? Ah klar, vergiften wir ihn auch nochmal. So, jetzt idealerweise würde Carlos angreifen. Komm, ups. Ah, das ist eher nix. Ah, wir können sie wieder an. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht. Den brauchen wir nämlich auch nicht. Zu 77, okay, das geht. Jetzt ist die Frage, lösche ich trotzdem mit dieser Karte das Feuer? Mal sehen. Auch wenn sie jetzt eigentlich Schattenelementar ist. Take that! Hey, you okay? Tja. Nein, tue ich nicht. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Es ist gut, dass sie das jetzt nicht gemacht hat. Okay. Ich bin nicht sicher, ob die bis zum Ende des Zuges halten. Das ist mein Problem. Ich sollte das bei der Kartenbeschreibung nochmal nachschauen. Aber naja. Schauen wir mal. Ich glaube, ich gehe einfach in die Defense-Richtung. Wir müssen ja nicht unbedingt irgendwelche HP-Elixiere, Reanimationszeiten verbrauchen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich glaube, ich habe nur noch drei von denen oder so. Vielleicht auch nur zwei jetzt. Man muss es ja nicht herausfordern. Sind ja schon in einer ziemlich guten Situation. Genau, Mahoro macht jetzt auch schön Schaden. Machen wir mal schön weiter so. Schick, schick, schick. Ja. Knapp 400. Ziemlich genau 400. Carlos an, finde ich auch dufte. Bitteschön, zurück an den Absender. Kann ich die gleich noch wegwerfen? Weil das sowieso wahrscheinlich so eine der letzten Runden sein wird. Schaden durch Gift und Feuer. Ja, könnte reichen. Könnte reichen. Ja, wenn man einmal Verteidigung durchbricht, Angriff durchbricht, mit gescheiten Elementen angreift, ist das doch gar nicht so schwer. Das sind Endbosse, oder? Da funktionieren die Exekutionen nicht, ja? Sieht so aus. So, Nacilia. Also bitte, 109 HP, ja? Die wirst du ja wohl wegkriegen. Na dann, viel Spaß. Wir haben einmal Woody und wir haben einmal Fiery. Ich glaube, hier habe ich noch gar nicht gesehen. Den neuen Fiery. Come, O trees, shade of the earth. Könnte dran liegen, dass ich die Karten meistens eher wegwerfe, als sie einzusetzen. Die nicht so gut sind im Gegensatz zu den anderen Beschwörungen. Eine große Flamme. Ach nein, naja, ein Mädchen, das aus einer großen Flamme herauswagt. Ganz ehrlich, was ist ihr Problem? Okay. Problem gelöst. Interessanterweise haben wir weniger XP dafür bekommen als für Mahoro. Blöd. Ihr konntet mich besiegen, das langt mir durchaus Respekt ab. Ihr seid die stärksten Fleischklumpen, die mir je untergekommen sind. Hier, nehmt dies als Belohnung. Weißes Drachenschwert für Carlos erhalten. Diese Karte pulsiert regelrecht vor Energie. Vielen Dank dafür. Ihr habt sie euch verdient. Hier, nehmt noch dies als Beweis, dass ihr gegen mich gekämpft habt. Weiße Drachenschuppe erhalten. Und was machen wir damit? Naja, dankeschön, schätze ich. Und nun, lebet wohl, ich werde zurückkehren zu Naga. Ja, mach das. Viel Spaß. Tschüss. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß nicht, was genau das zu bedeuten hat, aber der schwarze Drache kann sich auf eine Abreibung gefasst machen.